100 Jugendliche, ein paar plüschige Unterstützer, der Bischof und die Kirchenleitung. Sie alle sind heute da, um miteinander zu reden. Über das, was Jugendlichen an ihrer Kirche nicht passt, oder das, was sie schon immer mal fragen wollten. Besonders groß ist das Interesse am Thema Liturgie und Gottesdienst. Bischof Gebhard Fürst steht Rede und Antwort. Die Jugendlichen halten ihre Ideen und Vorschläge auf Zetteln fest und ihre Kritik. Neue Formen und Kreativität stoßen unserer Meinung nach eben oft an Grenzen, wenn wir dann auf geregelten Liturgieablauf stoßen, wo dann immer gesagt wird, ja, aber die Fürbitten müssen genau an der Stelle sein und ob man da vielleicht irgendwie neue Wege gehen kann. Da wird viel auf Kirchenlehre dann gepocht und auf Theologie und alles. Aber das Gefühl, was man damit rüberbringen möchte als junge Menschen und auch andere damit ansprechen oder auch sein Lebensgefühl damit rüberbringen, das funktioniert dann in dem Moment einfach nicht mehr. Bischof Fürst ist überrascht und erfreut, dass das Thema Gottesdienst den Jugendlichen so wichtig ist. Er macht ihnen Mut, obwohl er weiß, dass manche Gottesdienstformen Schranken aufweisen. Natürlich ist die Feier der Eucharistie eine geprägte Form, die wir nicht einfach x-beliebig verändern können. Aber es gibt Dimensionen und Spielräume während der Feier der Liturgie, wo man auch sehr persönliche Gestaltungselemente mit einbringen kann. Richtig zur Sache geht es auch beim Thema sexuelle Vielfalt. Über das Gespräch mit Generalvikar Clemens Stroppel sind viele Jugendliche überrascht. Was mir wichtig war, war auf jeden Fall die Stellung von homosexuellen Partnerschaften in der Kirche. Und ich hatte es immer so, hatte immer so die Erfahrung, dass es sehr negativ gesehen wird, also dass es so als Sünde gilt. Und er hat jetzt gemeint, dass homosexuelle Partnerschaften zwar schon anerkannt werden, nicht in dem Rahmen der Ehe, aber trotzdem, dass sie geschätzt werden und auch wirklich als Lebenspartnerschaften gesehen werden, nicht so, ja. Und das fand ich irgendwie so das Beeindruckendste als Ergebnis. Und er hat auch gemeint, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, dass Frauen Priester werden, was ich auch eine ziemlich coole Stellungnahme fand, was ich so nicht erwartet hatte. In etwa 5 Jahren wird es das nächste Jugendforum geben. Man darf gespannt sein, wie Jugendliche ihre Kirche bis dahin verändern werden.